Servus miteinander, zurück im bayerischen Outback. Ja, heute gibt's einmal so ein kleines Sensenvideo. Das heißt, für alle, die keine Ahnung haben, was das bedeutet, wie man es schärft, wie man sie dengelt, wie man sie benutzt, ist dieses Video. Es gibt zwar auch Profis, so richtige, dann schaut es euch nicht an. Aber für alle anderen, die mal so ein bisschen wissen wollen, wie so der Alltagsgebrauch von so einer Sense funktioniert, ist das genau das richtige Video. Ich hoffe, das ist ein Thema, was euch interessiert. Viel Spaß bei dem Video. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass hier leider der Griff ein bisschen gesprungen ist über den Winter. Und hier auch. So. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Jetzt dachte ich, kann man gleich loslegen und ich kann euch ein paar Sachen zeigen, aber das reparieren wir jetzt schnell. Da ist noch ein anderes Projekt. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber irgendwie hat da der Lack von dem Helm mit irgendwas reagiert. Und also ich habe den nicht selber lackiert, sondern der ist tatsächlich so. Und jetzt ist der irgendwie total klebrig geworden. Ich weiß nicht, wenn jemand von euch auch schon mal das Problem hattet, dann soll er es mal sagen, weil das schon irgendwie krass ist. Es war ein richtig schöner, sauberer Lack, der jetzt auf einmal anfängt zu spinnen. Ja, das ist richtig kreislig. Naja, egal. Zurück zur Sense. Jetzt werden wir da ein bisschen einen Holzleim nehmen. So einen. So. Und den spritzen wir jetzt da rein und dann werden wir eine kleine Schraubzwinge nehmen. Die da, eine alte. Und dann werden wir es jetzt erst einmal leimen. Der Leim steht anscheinend schon ein bisschen länger rum. Jetzt werden wir da mal mit einem kleinen dünnen Bohrer, werden wir jetzt das da mal schnell aufmachen, dass da was durchgeht. Schauen wir mal, jetzt ist er wieder frei. Sehr schön. Sehr schön. Bohrer gleich sauber machen, sonst wird das nie wieder was. Dann werden wir jetzt hier ein bisschen an Leim reinspritzen. So, nichts fui. Mit dem Bohrer jetzt gleich nochmal verteilen das da ein bisschen. So. Dann noch einen kleinen Tropfen. Der Holzleim seine Wirkung, seine richtige Wirkung nur entfaltet, wenn man es zusammenpresst. Nehmen wir jetzt da die alte Schraubzwinger her. Dann drücken wir das da ein bisschen zusammen. So. Und den überschüssigen Leim, den streifen wir gleich ab, weil sonst geht das nachher nicht mehr weg. Versiegeln dann noch ein bisschen den Rand. Und das, was ich jetzt da noch am Finger habe, das nehme ich jetzt gleich da oben für den anderen Schlitz und schmiere das da noch rein. Da mit dem Bohrer wieder ein bisschen rein. Da wieder das gleiche natürlich. Auf Druck. Da kommt jetzt auch noch eine kleine Zwinge hin. Und dann lassen wir es erst einmal aushärten oder austrocknen. Beim Arbeiten mit der Sense immer vorsichtig sein, damit das da oben nicht ins Auge geht. Gell? Und während es hier vor sich hin trocknet, schaut euch nochmal den Mist hier mit dem Helm an. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Und da ist jetzt wirklich nichts drüber gelaufen. Das ist nur vom Rumliegen, ist diese matte Lackierung von diesem Helm, die wie gesagt original war, fängt die an, sich so aufzulösen und so mit irgendwas zu reagieren, dass das solch eine Sauerei ist. Und ich habe auch keine Ahnung, mit was ich das runterkriege.
Das ist ein Helm, den ich echt gerne mochte, auch wenn er relativ modern ist. Aber die Scheiße hier, Entschuldigung, diesen Blödsinn da, das ist schon echt, das ist schon echter Mist. Schön getrocknet ist es. Jetzt machen wir es wieder auf. Einmal. Und zweimal. Jetzt gibt es erst einmal ein bisschen Sensentheorie. Also grundsätzlich eine Sense mit einem Metall-Sensenbaum ist meistens ein Schmarrn. Wenn es dann auch nur eine Schraube da oben hat und das so ausschaut, dann ist das ein relativer Mist, weil man dann die Sense nicht vernünftig einstellen kann. Weil ganz wichtig ist, dass man dieses Blatt nach oben und nach unten bewegen kann. Nicht voll, aber ein bisschen. Und dass man es leicht kippen kann. Und das geht bei der auch nicht. Und was auch ein Problem ist bei der hier, also wenn einem die Sense nicht einmal bis zum Kinn geht, dann ist sie auf jeden Fall zu klein. Dann muss man sich extrem hinbuckeln, dass man damit wirklich sensen kann. Also das Ding hier ist klar. Es ist zwar nett gemeint, sie haben es schön gemacht, aber es taugt halt leider nichts. Und das Allerschlimmste ist, dass dieses Blatt, wenn es da so eine Nasen drinnen hat, das kann ich nicht einmal auf einen gescheiten Sensenbaum aus Holz draufstecken. Das heißt, das Teil hier, leider, wer auch immer das gemacht hat, voll daneben. Liebe Baumärkte. So, jetzt zur gescheiten Sense. Bei der sieht man gleich, da, dass die deutlich größer ist. Das ist eine vernünftige Sensengröße. Auch hier sieht man recht schön, das was ich meint habe, zwei Schrauben, kleiner Keil drinnen. Das heißt, man kann das Sensenblatt da leicht kippen und leicht anziehen. Und vor allem, man kann das Sensenblatt rauf und runter bewegen. Das ist einmal eine ganz wichtige Sache für die Sense. Neben der Größe. Man kann sich natürlich auch der Sense anpassen. Dann buckelt man halt so ein bisschen vor sich hin und dann mäht man halt bucklig. Aber ich schätze mal, dann mäht man keine 20 Quadratmeter und ist froh, wenn man wieder auf der Couch liegt. Weil das dann saumäßig anstrengend ist. Also das Werkzeug auf einen einstellen. Und dann kannst du locker mal einen halben Tag lang mit der Sense arbeiten. Wichtig zum Einstellen ist jetzt Folgendes. Man nimmt sich da einen Stecken, stellt den da her und wenn man einen Zeigefinger da ausstreckt, also aufpassen, dass wenn man bewegt, dass man sich nicht einen Finger abschneidet. Das heißt Zeigefinger und dann geht man hier entlang. Also da fängt man an, setzt den Zeigefinger da an, zirkt ihn ein, damit man sie nicht in die Flossen schneidet. Und dann, wenn man hier angelangt ist, dann sollte die Spitze hier auf den kleinen Finger zeigen. Also das ist bei mir perfekt, wenn es so ist. Tut es jetzt da nicht. Das heißt, das muss noch ein bisschen weiter nach unten, die Spitze. Und dann kann man damit perfekt mähen. Jetzt im Anschluss zeige ich euch dann noch kurz, wie man eine Sense dengelt. Also wie das vom Prinzip her funktioniert, muss ich jetzt mit der nicht machen, weil die nämlich relativ scharf ist. Und wie man am gescheitsten eine Sense schleift, das wird wahrscheinlich jeder wissen, weil es macht keinen großen Unterschied, ob ich eine Sense schleife oder ein Messer schleife oder sonst irgendwas, ist im Endeffekt das Gleiche. Bei der Sense ist, wie mit allen anderen Sachen auch, eine stumpfe Sense macht keinen Spaß. Weil wir schon gerade bei der Sensentheorie sind, was ich mal so richtig cool finden würde, wäre so ein richtig verknorrter Ast, so ein richtig mit lauter Ästen und Zeug drin, wo dann hier der Griff praktisch aus dem Ast rauswächst und so weiter. So ein Sensenbaum, das würde mir mal taugen. Und dann wirklich, dass man dann so eine Sense hat, so eine geschwungene, aus einem Holzstück, so wie der Bondelgrammer. Das wäre mal eine richtig coole Sense. Also wenn ich mal Zeit habe, dann werde ich mal im Wald einmal so einen Ast suchen. Zum Sensendengeln gibt es jetzt den Schnelldurchlauf, ohne da jetzt großartig mich zu verkünsteln. Beim Sensendengeln ist es im Prinzip wichtig, dass wenn man die Sense auflegt, dass das, was man dengelt, immer parallel
zu dem Bogen von dieser Kante ist. Und dass man praktisch die Schneide von der Sense, wenn die hier einen Schatten wirft, dann liegt sie falsch. Wenn die praktisch mit dem Untergrund verschmilzt, so wie jetzt hier, dann liegt sie genau richtig. Und dann kann man sie hier dengeln. Wie gesagt, die ist jetzt verdammt scharf, aber ich zeige es trotzdem einmal. Normalerweise mache ich das draußen, man hat das Teil hier zwischen den Beinen auf dem Holzbock und dann dengelt man die Säge im Sitzen. Jetzt schützt aber draußen, deswegen habe ich jetzt keine Lust, das draußen zu zeigen. Noch ein kleiner Trick ist, den Dengelhammer immer in Wasser einzutauchen. Wenn man dann zum Dengeln anfängt, dann sieht man immer recht schön, wo man schon war. Das heißt, dann schiebe ich die weiter. Schau, dass das da immer schön verschmilzt. Wenn es einen Schatten schmeißt, das Blech, also wenn es einen Schatten schmeißt, wenn die Schneide einen Schatten schmeißt, so wie jetzt hat, so, da, dann liegt sie falsch. Wenn die Schneide keinen Schatten mehr schmeißt, so wie jetzt hat, dann liegt sie richtig. Und wenn sie sich so anhört, dann ist es richtig. Wenn sie sich so anhört, dann ist es falsch. Und wenn sie sich so anhört, dann ist es auch falsch. Also, und wie gesagt, das mit dem Wasser, den immer ins Wasser eintauchen, dann sieht man, wo man schon war. Und die Sense normalerweise vielleicht ein bisschen sauberer machen, als jetzt meine ist. Auch noch ein kleiner Tipp beim Dengeln ist, wenn man das im Sitzen macht, dann zeigt die Klinge natürlich von einem weg. Und beim Klopfen, also beim Dengeln, ist es wirklich so, dass der Hammer da gerade drauf kommt auf die Kante und dass man den immer von der Klinge beim Schlagen von der Klinge wegzieht. Wenn man den Bock dann zwischen den Beinen hat, zeigt die Klinge natürlich in die andere Richtung und dann schiebt man den Hammer natürlich nach außen weg beim Klopfen, dass er dann nach außen weggeht. Also man zieht ihn immer beim Klopfen von der Klinge runter oder schiebt ihn von der Klinge runter. Und was auch noch ganz wichtig ist, man muss das Blatt nur von einer Seite dengeln. Also man muss es nicht umdrehen und dann von der anderen Seite dengeln. Man kann sich natürlich überlegen, ob man es so rumdengelt oder ob man es andersrum dengelt. Funktioniert beides. Ich finde, wenn man den Hammer zu sich herzieht, lege ich es mir ganz gerne so rum hin. Also sprich, dass die Wölbung so geht. Wenn das Blatt von mir weg zeigt und ich es im Sitzen dengel, dann lege ich es gerne andersrum hin, dass man praktisch die Wölbung nach oben hat und dann beim Klopfen das Eisen von sich wegarbeitet. Und hier, wenn es so rum liegt, arbeitet man das Eisen natürlich zu einem her. Ja, zum Sensenschleifen jetzt genau das gleiche Problem. Draußen, wie gesagt, regnet es brutal. Aber der Trick, oder was weiß ich, ist eigentlich kein Trick, sondern es ist ganz einfach. Ganz wichtig ist, so ein Schleifstein und man schleift mit den Seiten hier. Man macht den gescheit nass. Das ist das Wichtigste an der ganzen Sache oder auch der einzige Trick. Und dann macht man wirklich so, dann zirkt man das so entlang und dann nimmt man die Rückseite her und zirkt die Rückseite ab. Also wie gesagt, ich mache es jetzt nicht, weil die gerade richtig scharf ist. Und wenn ich jetzt halt hier in der Garage da umeinander tue, dann mache ich es mal bloß wieder stumpf. Aber eigentlich im Endeffekt ganz einfach, man zirkt es und wechselt die Seite nach hinten. Und genauso geht man halt dann hier runter und zieht die ganze Klinge ab. Das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich weiß, es hat euch gefallen. Deswegen gibt es mal einen Daumen nach oben. Hat es euch tatsächlich nicht gefallen? Oder ihr seid die totalen Sensenprofis und es ist einfach viel zu lasch für euch gewesen? Dann gibt es mal auch einen Daumen nach oben. Kommentare, freue ich mich drüber. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.